700 Fans sind in den Raiffeisen Volleydom gekommen, um ihren UVC gegen Eichtop zu pushen. Und das gelingt vor allem im ersten Satz sehr eindrucksvoll. Die Rieder starten nämlich stark in die Partie, sorgen für viel Druck beim Aufschlag und agieren am Block konzentriert. Und so ist das Spiel sehenswert und spannend zugleich. Stefan Langwieser, Oskar von Sydow und Tomek Rutecki mit einem Punkt, der Kapitän on fire. Beim Stand von 20:17 reißt allerdings der Faden und Eichtop kann mit 4 Punkten in Folge auf 20:21 stellen. Starker Block von Schabo. Der UVC McDonald's-Ried spielt beherzt auf, muss dann aber doch den ersten Satz den Kärntnern überlassen. Zunächst kann das Team von Manuel Leitgeb noch einen Satzball abwehren. Hier ist es aber Christoph Horvath mit dem 24:26, das 1:0 für Eichtop. Die Gäste nun mit dem Erfolgserlebnis im Rücken und einer raschen Plus-6-Führung im zweiten Durchgang. Kein Durchkommen für Joachim Hesselholt. Mit Vordauer des zweiten Satzes schmilzt allerdings dieser Vorsprung kontinuierlich. Der UVC mit den eigenen Fans im Rücken spielt immer wieder groß auf. Wieder von Sydow und Ochaya. Die letzten Punkte in diesem Abschnitt haben es dann in sich. Zunächst wehrt der UVC einen Satzball ab. Markus Berger bringt den Volleydom zum Kochen. Dann haben die Innviertler selbst die Chance, diesen Abschnitt für sich zu entscheiden. Hier der Punkt zum 26:25. Die Rieder vergeben aber diese Chance und so geht auch der zweite Satz knapp mit 26:28 an Eichtop. Das Comeback des UVC wird also nicht belohnt. Der dritte Satz startet dann mit einem 5:0-Run für die Kärntner. Angelos Mandilaris, die Gäste dominieren nun. Manuel Leitgeb stellt dann noch einmal um und bringt neue Spieler und somit frischen Wind ins Spiel. Ochaya spektakulär, Rutecki und Berger mit dem 10:10. Die Fans kommen voll auf ihre Kosten. Schlussendlich kann Eichtop das Spiel aber wieder an sich ziehen und gewinnt den dritten Satz dann doch klar mit 25:20. Die Gäste gewinnen das Spiel somit mit 3:0. Wir haben sehr stark angefangen, da haben wir gemerkt, okay, hey, wir können das wirklich dominieren, das Spiel. Zum Schluss haben wir einfach dann den Sack nicht zugemacht und dann sind wir heute ein wenig zögerlich geworden. Ja, wir wollten nur danken, was wir gemacht haben, aggressiv servieren, super Block-Defense spielen, das ist uns heute alles nicht gelungen oder nicht in diesem Ausmaß, um euch top zu schlagen. It was really a big fight. Die ersten beiden Sätze waren ein großer Fight, dann war es für uns etwas einfacher. Die Rieder spielen gut und sind ein starkes Team. Das haben sie auch in Graz gezeigt, deshalb war es für uns wichtig, das Duell sehr ernst zu nehmen. Das erste Viertelfinal-Heimspiel wird übrigens am 17. Februar im Raiffeisen Volleydom über die Bühne gehen. Für Volleyballfans ein Pflichttermin.